Herzlich willkommen zu einer Folge auf der Karte von Thüringen. Wir werden die Folge mit Schlafen beginnen. Ja, da können wir jetzt nicht mehr schlafen. Richtig ausschlafen, na gut. Und es ist hell. Oh, die Bäume sind grün. Die Temperatur passt auch. Normalerweise ist das nicht logisch. Die Bodentemperatur, naja, gut. Gestern war noch plus 2, heute plus 6. Gut, wir werden mit der Aussaat beginnen, so wie vorbereitet wurde. Die einzelnen Felder, die 4 Stück. Die Geschwindigkeit lasse ich mal auf 1. Ich habe ein bisschen zu viel geschlafen. Aber das ist schon okay. Dann fallen wir jetzt so um. Du. Gut, jetzt machen wir mal Cosplay. Richtigen Modus nehmen. 12. 2 weich, 15. Ein bisschen weniger, dann haben wir weniger Verluste. Als die Kurven, die man nimmt. Entschuldigung. Wir werden mal lieber 3 vorgewendet, dann machen wir es besser. Dann brauchen wir sich nicht so quälen. An Ecken. Im Wenderadio muss man nicht jetzt. Ups, sieht besser aus. Das passt schon so. So, Weizen. Passt, das werden wir am besten ein bisschen aufschreiben. Ah, das brauchen wir nicht aufschreiben. So, das sind meine neuen Geräte. Aber natürlich ein bisschen. Wie habe ich es eingestellt? Das ist so verkehrt. Das ist so nicht richtig. Das war verbannt. Das nochmal löschen. Denn das gibt garantiert Probleme näher in der zweiten Reihe. Die Baumstumpfe werden auch Probleme haben. So, nochmal neu. 0. Steht nicht ganz so, wie er jetzt beschissen macht. Macht er jetzt schon Probleme? Tja. Vielleicht war es das gewesen. Normalerweise müsste es zum Pfeil hingehen. Genau. Verband haben wir nicht vorgesehen. So. Das Ding, da drehen die Reifen durch. Aber das macht nichts. Gut, den Takt hätten wir reparieren können, wird aber reichen. So, nächste Gerste. Hier hat auch den anderen Modus. Geht mit Ding nicht auf. So, haben wir auch wieder. Das wird immer nicht. 3 Vorgewände. Schauen wir mal, dass ich das schnell wieder runterkriege.
kriegen. So. Ersten Wegpunkt. Ach nee. Habe ich das vergessen? Das ist schlecht. Dann machen wir hier weiter. Das ist natürlich äußerst blöd. So, wir nehmen hier mal Kurs. Mal schauen, wie er aussieht. Eine Dutto-Feldtechnik kein Problem geben. Erfahrungswerte. Passt. Der zieht gut durch. Gleich mit 18 km/h. Passt. Einen haben wir noch. Läuft da nicht. Gut. Der ist voll. So. Drei. So, Hauptsache die wäre nicht durch. Hätten auch reparieren können, Traktor, ne? Das läuft auch, hoffe ich jedenfalls. Der war der Grund. Ah, gibt's doch gar nicht. Also die Rechtlampe ist kaputt. Oh, so vorwärts hier. So. Hier kann auch nicht sein. Was denn hier so ein Krach? Ja. So, gedüngt 33%. Ja, Unkraut 0. Gut. Weizen. Wachstum gepflanzt. Ja. Dir, mir, genau. So. Mit einer auffüllen. Mit auch mal 18, das ist gut. Also die einen vergessen habe aufzufüllen, ist mir ein schleierhaft. Und wieder einklappen. Reiß schnell zum Hof. Oh, das na, haben wir nur gedacht. Schnell. Ja, genau, schnell haben wir die Zeiten gedrückt. Wenn es mal eilig gehen soll, also schnell gehen soll, dann ist man schlecht. Ah, gut, mal sehen. Feld 38 kommt später was rein. Richtung Sonnenblumen oder ja, das sieht so grün aus, du. Das ist nicht gut. Nicht, dass ich Gras eingesät habe. Weizen, Raps, Gerste. Wieso ist da eine gelb? Die anderen sind weiß und einer ist gelb.
Muss ich nicht verstehen. Meine Schrift. Da machen wir alles das gleiche. Oh. Hat schöne getönte Scheiben, ne? Chiptuning. Die Fahrzeuge haben Power, das muss ich glauben. 600 PS. Da geht schon was. Da werden wir noch einen zweiten Flug brauchen. Oder Flugattrappe. Aber hat noch Zeit. Den John Deere werden wir erstmal testen, ob der gut funktioniert. So, Klappe auf. Hätten wir alles gestern machen können. Beziehungsweise dann, wenn wir es hingestellt haben. Ja, so ist das mit der tüdelig, oder wie man sagt, schön, ne? Vergesslich, ja. Sieht komisch aus. Aber wie gesagt, der eine ist gelb, der andere ist weiß. Weizen ist gelb. Ja, warum weiß ich auch nicht. Die kann man umrüsten zur Pflegebereifung, dann können wir auch Unkraut bekämpfen. Beziehungsweise düngen. Das Düngen aber einfach lassen. Ah, schon die erste Runde geschafft. Wie gesagt, Stufe 1, sollte das kein Problem geben. Bei Bedarf können wir zur Not die Geschwindigkeit erhöhen. Aber die Jahreszeit mit 3 Tagen, das müsste eigentlich ausreichend sein. Denn nach der Aussaat ist vor der nächsten Arbeit düngen und ja, einmal düngen und sicherlich Unkrautbekämpfung kommt. Macht optimal die Kurve hier, ja, passt schon so. Schnell auf die 48 oder 49. Frühling Mitte, das ist schön, ne? Wir können ein paar Kurse einfahren, Überführungskurse von der Ernte. Zum Beispiel oder ein Glaspaket auch mit dem Drescher kommt. Irgendwann eine Größe, ne? Oh, siehst du, schon eine Runde geschafft. Rede ich wieder an. Aber oh, das sieht grün aus, das ist komisch. Wie Gras. Ah ja, gut. Schauen wir mal. Mais kriegen wir auch nicht weg. Da hätten wir die eine Birne austauschen müssen, eine Lampe hier. Hauptsache denkt dran. Ja. Oh, da sind wir. Muss aufgefüllt werden. Die erste. Na ja, gut. Das ist stimmt. 15 Minuten brauchen wir für den Acker. Weil er vorher gemacht, wenn er gefahren ist, ne? Gut, wir haben auch eine andere Kursversion jetzt, kurzlich. Version Nummer 68. Ja, sieht gut aus. So, gehen wir auf den Weizentyp rüber und sehen, warum das so gelb ist. Das ist Raps.
Also Raps wird normalerweise im Herbst auch gesät. Guck noch mal ganz kurz. Ja, das passt schon so. Ist aber auch grün, ne? Können wir kurz reingucken hier. Unsere neue Darstellungsweise an sich. Gras. Wachstum. Gepflanzt. Ja, Feld 12. Gras mittlerweile erstmal erntereif. Verdorrt, gehört man so nicht. Klimbim, Wachstum. So, gedüngt, da habe ich schon zweimal, das ist gut. Da muss ich zwei Felder düngen. Spätestens später. Und das schon bald dunkel. Jetzt haben wir drei Stufen dünn. Ach so. Na gut, macht ja nichts. Aber die Wiese machen, weiß ich auch nicht. Ja, die arbeiten wohl ein, ne? Kaufstellen. BGH. BGH nimmt auch Gras und Dings. Das Mist. Silage? Ja, Silage hier, die beiden Wände. Ist ja logisch, ne? Milch. Oh ja. Zuckerrohr ist Blödsinn. Baumwolle auch. Gibt's hier nicht mehr. Hätten wir auch reparieren, mein Traktor. Ach nee. Den werden wir mal vorbereiten. Tja, Eid hast du dann eben auch noch nehmen, ne? Hau mal Dünger rein hier. Kann voll gemacht werden. Reicht für ein Feld normalerweise. Aber im Grunde zu klein. Voll. Schon beinahe heiß und plus 6 Grad. Das Licht wieder aus. Stellen wir hier bereit. Ist da oben Kalk drin? Weiß ich nicht genau. Auch noch ein Traktor. Fendt. Der Fendt nehmen wir nicht. Den wir auch nehmen. Ah, den können wir nicht umrüsten. Auf den Pflegereifen kann man nicht umrüsten. Für Dünger müssen wir was anderes haben. Den können wir auch nicht umrüsten. Das ist schlecht. Aber wir können trotzdem vorbereiten, das ist ja nicht ein Problem. Von dir. Also, soweit ich weiß,
geht er auch nicht. Könnt ihr ja probieren. Wir müssen ja eine Summe mehreren verdünnen. Da wäre ganz gut, wenn wir entweder geht er oder geht nicht. Die anderen beiden Fahrzeuge, die ist so repariert, aber auch nicht mal gucken. Da geht Almulin. Aber nicht. Nicht das, was ich will. Das hat gerade immer gereicht, ne? Da müsste eine Kalk drin sein an der Steuer, der da oben steht. Ich will auch nicht so viel Geräte haben, da wird mir auch zu viel. Kommt man durcheinander. Er hat noch ein bisschen Kalk drin, da können wir in den Silo rein. Also, schauen wir mal, ob wir richtig reinkriegen. Dass er richtig ablädt. Funktioniert. Eigentlich ja. So. Wird nicht da wohin soll, ne? Gut. Da machen wir Dünger rein. Weil ich glaube garantiert näher. Ja, die Kurve sind blöd. Das macht dann Verluste. Leider ist die Folge überzogen, bald gleich. Aber wir sind lange nicht fertig. Wir müssen die Kurse abspeichern. Das werden wir jetzt tun. Das ist Feld Nummer 49. Haben wir eh nicht. So. Darum, wenn wir das nächste Woche Montag das neu beginnen mit der Season Aufnahmefolge, dann wäre das ganz gut, wenn das gespeichert ist. Für den Fall, dass das Fall ist, dass es nicht. Ja, hier haben wir auch, wo wir den alten Kurs löschen. Wiese können wir alles vergessen. Aussaat, Feld 12, 14 Meter. Ja, löschen können wir natürlich nicht mehr fahren, ne? Egal, wir werden neu speichern. Aussaat, Feld 12, 15 Meter. Neu, dann können wir das andere entsprechend erkennen und dann beim nächsten Mal löschen. War relativ hoch und rau, aber die ist fast fertig, ne? Ja, er macht mir die Kurven einfach zu. Müsst ihr beim nächsten Mal scharf nehmen, ne? Das muss ich speichern. Egal. So, das ist jetzt 1,17. Feld Nummer 48. Hopp, Licht an. Haben wir eh noch nicht. Aus.
40, 10 Meter. Speichern. Das ist jetzt Feld Nummer 60. Aha, der macht's ein bisschen besser. Ist auch nicht so kantig, also nicht so unformig geformt. So. Ah, ja. Aus. Rad. 60. 15. Meter. Neu. Speichern. Habe ich alle. Ich habe auch von der Zeit her recht wenig, aber anscheinend kleines Feld. Ich glaube, jedes Feld 48 haben wir noch nicht. 49. Wenn ich das sehe, kann ich einer löschen. Speicher. Gut. War es echt besser? Wir sind mittendrin, zweiten Tag. Alles im grünen Bereich. Sowohl Weizen, Gerste und Raps. Sonnenblumen könnten wir auch schon aussehen. Das werden wir dann auch tun, wenn wir das hier fertig haben. Und wie man sieht, sind die Temperaturen jetzt im weißen Bereich. Das ist möglich. Sonnenblumen wäre aber noch zu kalt. Aber das wird garantiert auch noch was. Gras wieder ist erntereif, kann man schon ernten. So, wettermäßig erreichen wir heute die 15 Grad. Und am Morgen wird es ein bisschen kühler, aber nicht zu kalt. Also, aber halt wenig Regen. Ne? Am besten für Weizen, besten Preis. Hochfall eingestellt, Weizen, Gerste, Raps. Hier werden wir mit Sonnenblumen arbeiten. Sonnenblumen, Brachland, Weizen, Gerste. Immer Hafer haben wir noch nicht so viel. Einmal haben wir Hafer, zweimal, ja gut. Aber an so einer Jahreszeit, ne? Brachland, Weizen wählen. Baumwolle geht sowieso nicht, Raps. Nehmen wir mal Weizen, 1,4 ist ganz gut wert. Gerste. Sojabohnen. Ja, Mais. Ich wünsche dir ganz gerne Zuckerrüben. Das ist auch eine Herausforderung fürs große Feld. Aber das ist ja erst seit 6 Jahren. So, liebe Leute der Landschaft, liebe Freunde der Landschaft, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke. Ciao, bis dann. Ciao.